Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 209 von Avorion. Ja, schiefgelaufen war es, dass wir diesen Bug nicht mehr weiter ausnutzen können. Naja, wir müssen jetzt gucken, dass wir in der Forschungsstation halt dieses Teil da noch irgendwie kriegen. Ich glaube Nummer 2 war das, die uns fehlt. Dafür müssen wir natürlich noch Sachen kaufen, damit wir weiterkommen, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir uns das an. Bis gleich. So, wir hatten ja hier irgendwo schon mal was geschaut, glaube ich, oder? Hatten wir hier einen Ausrüstungsdock? Ja. Können wir aber nochmal reingehen. Stopp, das war falsch. Das muss hier unten irgendwo sein, das Ausrüstungsdock. Da ist es. Achso, ist ja schon ausgewählt. Dann können wir da mal gerade reingucken. Ausrüstung handeln. Geschützturm. Ja, okay, da sollten wir was kaufen fahren oder fliegen. Dass wir die Klamotten noch kriegen, dann müssen wir eine Forschungsstation haben, müssen das alles hochforschen, dass wir dann hoffentlich das Teil Nummer 2 bekommen. Ja, ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Aber können wir nicht ändern und, naja, das andere wäre ja auch Cheaten gewesen, oder? Noch gedockt, naja. So, dann kaufen wir die. Tja, die blauen. Ja, nützt nichts, können wir alle kaufen. Wir müssen ja hochleveln. Wäre schön, wenn wir mehr von dem Zeug hier hätten, aber das ist dann so. Leider jetzt irgendwie nicht zu ändern, ne? Handelsposten, sonst ja, da kriegen wir sowieso nichts. Auf im nächsten Sektor. Wir sehen, fliegen noch andere Schiffe dahin. Aber das brachte uns jetzt auch nicht wirklich was, oder? Ausrüstungsdock gibt's da keins. Doch hier unten wohl, ne? Oder? Ja. Und da gibt's auch noch eins. Da können wir auch direkt hinfliegen. Dann machen wir das doch mal, oder? Ausrichten, ausrichten nach da. Und schauen, dass wir den Sprung kriegen. Und dann da beim Ausrüstungsdock noch was einkaufen, ne? Brauchen wir ganz viel zum Hochleveln, anders geht's nicht. Thomas Stehler hat ja gesagt, dass das doof ist, diese Einkaufstour, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern, ne? Er meinte ja, ich hätte sofort dahin fliegen müssen, aber ich schätze mal auch schon beim nächsten Speichern war schon wahrscheinlich der Punkt erreicht, dass es nicht mehr klappte. Das war ein Einzelfall, dass das geklappt hat, schätze ich mal. Mir die Dockgeschichten. Da. Und wir sind hier schon gedockt. Los, dann kaufen wir Sachen. Hier, 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 hier. Und ja, leider ist da nicht so ganz so viel, aber haben wir gekriegt. Ne, das war schon verkehrt. Hier wollte ich hin. Gibt es hier eine Forschungsstation? Nein. Nein, das war auch wieder verkehrt. Karte wollte ich. Ja, dann ist da und da unten einer. Die restlichen haben wir noch nicht entdeckt wahrscheinlich, ne? Ja, ich würde mal das da noch anfliegen gerade. Man könnte mir vorstellen, dass da eine Koordinate ist, die dahin führt, ne? So, da lädt er.
und dann springen wir. Gucken, was da gibt. Hopp, hopp, los. Hier gibt es nur Bergbauschiffe. Tore gibt es auch nicht, also war der Sprung doch nicht dahin. Ich habe gedacht, diese Linie geht dahin. Tut sie dann wohl doch nicht. Dann geht sie wahrscheinlich zu dieser Koordinate. Wollen wir hoffen, dass wir erst springen und dann, ne, auf irgendeinen Asteroiden draufknallen. Aber sieht gut aus. Wollen wir hoffen, dass da noch ein Ausrüstungsdruck mehr ist? Wissen wir nicht. Ja, das Ziel ist hier aber auch nicht gewesen, ne? Dieser Weg, der weiß ich, wo der aufhört. Gibt es keine grünen Punkte sonst. Vielleicht war die Linie von hier aus schon falsch. Dann können wir nur weiterfliegen. Schauen, was da los ist. Da war ja auch ein grüner Blip. Ja, hier ein Handelsposten, Ressourcen, Petro, alles klar. Da ist eine Weizenfarm. Ja, irgendwie müssen wir weiter gucken, ne? So, jetzt haben wir es geschafft, ne? Die richtige Auswahl gerade getroffen. Nächster Sprung. Gucken, was da ist. Nächster Sektor. Schrottplatz ist hier, okay. Ja, lohnt das? Ich glaube nicht. Wir haben keine Abbaulaser, die vernünftig sind, glaube ich. Weiter die Reise nach da. Sprungroute musste noch berechnet werden, okay. Sprung läuft, gucken, was wir da finden. Na, sieht gerade so komisch aus, als ob das hängen geblieben ist. Na, ging noch. Okay, hier ist was los. Handelsposten, Raumjäger. Nicht das Richtige. Was ist denn das? Handelsposten in dieser Form. Krass, oder? Stark. So, das bedeutet, nächste Koordinate eingeben und dann dahin fliegen, ne? Hyperraum läuft. Asteroid im Weg. Glücklich gesprungen. Gerade so. Waffenfabrik. Handelsposten. Nichts für uns Interessantes leider. Sprungroute wird wieder berechnet und wir fliegen dahin und jump.
Ja, es gestaltet sich gerade etwas schwierig, ne, die Sachen zu finden dann. Kennen jetzt auch nur diese drei Ausrüstungsdoktor in der Ecke, ne? Das ist auch wieder schlecht. Schweres Bergbauschiff fliegt hier rum, mehr auch nicht. Und hier geht die Reise wieder weiter. Sprung wird berechnet, wir kühlen schon mal ab. Sprung ist berechnet, wir können gleich springen, sehr gut. Da wurde die Crew bezahlt auf meiner 1. Gucken, was da gibt an der nächsten Stelle. Bergbauschiff und schweres Bergbauschiff, also auch nichts Tolles. Einen Sprung weiter hier, kühlen wir ab. Laden wir auf. Und sprengen wir. Casino, Kreuzer, 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 nichts Besonderes also. Hier direkt neben war auch ein Blip, den nehmen wir dann auch noch mit. Vielleicht finden wir da noch was. Dann müssen wir in die Richtung. Und springen wir. Beziehungsweise laden wir erst auf und springen dann, ne? Tore gibt es hier und nicht, mehr nicht, nur unser Schiff ist da. Springen wir dahin. So, M weg, N weg, so passt's. So, letzter Sprung, denke ich mal. Dann machen wir erst eine Pause. Dann müssen wir in der nächsten Folge weitergucken, wo es dann noch so ein Ding gibt. Ne? Wie heißt es? So ein Ausrüstungsdock. Dann können wir vielleicht auch schon wieder die, die wir gerade abgeklappert hat, nochmal aufsuchen. Vielleicht gibt es da schon neue Sachen dann. In der Regel ist das dann ja so, wenn man abspeichert. Bergbau Moloch. Habe ich auch noch nicht gehört. Was ist das da? Schiff. Kann man den ansprechen? Ja. -60 minus 46, okay. Bringt mir nichts, ne? Da könnte was sein, Knotenpunkt, weil hier noch eine Linie reingeht. Dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.